Lasst uns das Fest beginnen. Musiker, spielt auf. Ein Jubiläumsjahr. Etwa wenn wir die vierten Klassen uns von unserer Schule verabschieden? Ja, du hast schon auch recht. Für uns, die Mädchen und Burschen der vierten Klassen, ist dies heute unser Abschiedsfest. Aber 2018 ist ein Jubiläumsjahr. Ein Gedenkjahr, ein Bedenkjahr für ganz Österreich. Und wir, die LMS Rudersdorf, wollen unser diesjähriges Schulfest dazu nutzen, um auf 100 Jahre Republik Österreich zurückzublicken. Erleben Sie mit uns eine Zeitreise. Vom Jahr 1918, von der neu gegründeten Republik Deutsch-Österreich bis ins Jahr 2018. 1918. Im November 1918 endete der Erste Weltkrieg. 1921 wurde dieses Gebiet unser Burgenland. Doch ehe man sich auf diesen Namen einigte, dachte man daran, es Heinzenland zu nennen. Als Heinzen oder Hirnsen bezeichnete man die Bewohner der südlichen Landsteile. Und hier sprach man bzw. spricht man heute noch die Hirnsenmundart. Hören Sie nun als Klaus Probe ein hirnsisches Gedicht, in dem an den Alltag damals erinnert wird. Wenn man heidersen zurückdenkt, wenn man heidersen zurückdenkt, wie früher es gewählt, dort sind der Kuchen kein Wasser angelegt. Kein Brot in der Wohnung, nur Wand und Herd, mit einem Wasser fürs Gesicht waschen, für März nicht kehrt. Im Hof in der Brunn, mit einem Wasser durch und, an Kübel am Stange, dass man es aufholen kann. Wenn man halt also zurückdenkt, wie es früher ist gewesen, hat es in der Wohnung kein Corona gegeben. Beim Misthaufen ein Heißen mit einem Herz in der Tür, das heißt für die Hausleute, der Misthaufen bis vier. Wenn man halt also zurückdenkt, wie es früher ist gewesen, am Telefon hat es den ganzen Dorf noch nicht gegeben. Was hätten wir sagen sollen in anderen Leid? Die Dorfleute haben es eh gewusst und die anderen waren zweit. Und hat man uns geheiratet, in der übernächsten Tour hat es Kars nicht fremd und dort waren wir nur. Das Heim können wir nur, wenn einer Leichmann ist gewesen, so war es, da war es beim Telefon nicht gegeben. Wenn man heute also zurückdenkt, wie es früher war, da hat es ja ein Dorf noch keine Traktoren gegeben. Nur Breiterwagen zahlt nur eine Rose oder eine Kuh, statt 100 PS waren es ja zwei, meistens nur. Und Auto hat es ja auch ganz selten nur gegeben. Die waren es auch gefahren bei den lohmigen Wegen, die waren ja wohl gesteckt, in den Knie durchgekommen, als auf der Straße noch keinen Asphalt gegeben haben. Wenn man heute also zurückdenkt, wie es früher war, bei der Straße keine Blumen, nur Unkraut bei den Wegen. Das Ortsbild war ja nicht lange so blieb, wenn wir gehen, und weil es die Sauer toll, also dem Haufen. Seit der Ersten Republik war geprägt von politischen Spannungen und wirtschaftlicher Not. Ein besonders drastisches Problem war der Hunger. Die Burgenländer sahen damals keinen anderen Ausweg und entschlossen sich zur Auswanderung, um der Not und dem Elend zu entkommen. Und daher ging es für viele auf nach Amerika, um sich den Traum von einer besseren Zukunft zu erfüllen. Zwei alte Leute, Garnelen und Imaden, sitzen vor ihrem Haus und diskutieren, unterhalten sich. Sie bekommen unerwarteten Besuch. Ihr Sohn Hans, der vor vielen Jahren nach Amerika ausgewandert ist, kommt mit seiner Familie. Groß sind die Wiedersehensfreude und die Neugier der Alten auf das neue Leben der Jungen in Amerika. Sag mir jetzt bitte den Ort für Hans. Ja, tun wir ein bisschen raus. Ne? Trink mal einen Most und essen ein gutes Schmalzbrot. Oder welches lieber Kumpel mit Mülli? Nein, warte, wir sind nicht. Ich hab's da noch gnädig. So vorher scheint noch zu. Ich muss noch mit der Sechste wissen, man. Das war wohl gut haben fürs Vieh. Und kannst du mir etwa noch der Hinige rausfliegen? Ja, ja. Schau, wir kommen da daher. Den kommt man aber von weit her. Sei gut zum Singen mit seinem kitschernden Baum. Die Leute sind aber gut aufgeregt. Haben wir freundlich geschaut. Ich bin im Baby gewogen, wie er etwas sind. Und schau, wie etwa das Kutschel da dabei. Jesus Christ, Mary, wir sind hier again. What a feeling.
Gerade wie damals, vor 30 Jahren. Jesus, deine Stimme kenne ich doch. Du rennst wie in der Hansen, der was auf Amerika gegangen ist. Schuhe, Mutter, Vater, ich bin's, ein Hansen. Und jetzt ist der John. Und das da ist meine Wife, die Mary. Ein alter Hansen. Und das ist auch die Hansen. Die Seele. Ja, kleiner Sohn, jetzt kommt Stace da daher und wir wissen nichts. Ich hätte mir mein Sonntagbad angezogen. Geh, Mutter, Vater, lasst euch drücken. Schau, Stelly, das sind deine Grandparents. Dein Granny ist das. Hello, Granny, hello, Grandpa, nice to meet you. Grüß die Schwiegermami. Servus, Schwiegervater. Schau her, my dear. Such delicious food. Mom, I don't understand a word. See, the language here is special. They speak Hirnzisch. Was reden da? Du bist schon so derisch wie ein Hulle Bücher. Na, essen wollt's, gut. 1938. Am 12. März 1938 marschierten deutsche Truppen zum Teil unter dem Jubel der Bevölkerung in Österreich ein. Aus Österreich wurde Ostmark. Das Burgenland wurde aufgeteilt auf die Reichsdauer Steiermark und Niederburg. Ausschreitungen gegen Juden, Roma und politisch Andersdenkende begannen. Es folgten Deportationen in Anhaltelager. Rund 800.000 Österreicher wurden zur deutschen Wehrmacht eingezogen. Im September 1939 begann der Zweite Weltkrieg, der in 6 Jahren Ungarn befreien und Zerstörung bringen sollte. Fast 200.000 Österreicher verloren ihr Leben. Tausende wurden vermisst. Schutt und Asche. Ein Vertreter der UNO stellte damals fest, dass Österreich zu den ärmsten Ländern der Welt zählte. Doch die Österreicher resignierten nicht. Dank ausländischer Hilfe gelang der Wiederaufbau. 1955. Österreich ist frei. 1968. Die Jugend rebelliert. Arbeiter und Studenten demonstrieren in Europa. Make love. Von den USA ausgehend entstand eine friedliche Protestbewegung. 1989 passierte etwas, mit dem selbst erfahrene Politiker nicht gerechnet haben. Der eiserne Vorhang fiel. Fast auf den Tag genau vor 29 Jahren stellte Außenminister Alois Mock und sein ungarischer Amtskollege Jula Horn den eisernen Vorhang bei Klingelbach. Die Berliner Mauer fiel. Die Demokratisierung der Ostblockstaaten setzte ein. Für uns Burgenländer betrachtete dies das Ende der drohenden Grenze zu unseren östlichen Nachbarn. Fast zeitgleich setzten in Österreich die Verhandlungen über die Aufnahme in die EU ein. Österreich versuchte seiner neuen Rolle in der Union gerecht zu werden, hatte ein Österreicher längst Weltruhm erlangt. Er war ein Ausnahmekünstler. Sein Rap-Stil in englischer und deutscher Sprache war revolutionär. Er war ein Superstar. Er war so exaltiert. Sein Amadeus führte wochenlang in den US-Charts. 1998 trat er auf tragische Weise von der Bühne des Lebens ab und wurde durch seinen Tod populärer als zuvor. Nach dem Motto, out of the dark, into the light. Erleben Sie nun, Falco, live on stage. Oh,
Wenn man bis zum Durst hat, dann muss man den Kuh lernen, aber zu nix soll ich genau das war das alles. Wenn er war, alle tot sind, waren nur Kind tot. Und alles sucht noch ein Vergangen, noch mehr aber es war der I'm gonna stay with you.